von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja gestern im Wirtschaftsausschuss von der Bundesregierung gehört, das sei das wichtigste Projekt der Energiewende in dieser Legislaturperiode. Also es klang regelrecht epochal. Dann ist es schon ein bisschen komisch, dass man so 22 Uhr kurz vor Reden zu Protokoll dieses epochale Werk hier diskutiert und nicht zu den Kernzeiten. Und es scheint mir doch so, dass Sie inzwischen auch gemerkt haben, das hat ja auch ein halbes Jahr lang hier im Bundestag gelegen und so ein bisschen Schimmel angesetzt, dieses Strommarktgesetz, dass Sie gemerkt haben, dass das nicht unbedingt ein epochales Werk ist, sondern dass das bestenfalls, und das ist schon freundlich gemeint, ein Reformchen ist, was Sie da machen. Das ist nicht das, was wir eigentlich brauchen, eine Reform des Strommarktes, der mal gedacht war für Kohle- und Atomkraftwerken, hin zu einer Welt mit 50, 60, 70, 80 oder am Ende sogar 100% erneuerbare Energien. Sie gehen erste kleine Schritte, aber das, was eigentlich notwendig wäre, das packen Sie in diesem Gesetz überhaupt nicht an. Und ich will da nur, zwei Dinge nennen. Der Kollege Barres hat es eben gesagt. Wir müssen endlich uns darüber unterhalten, wie gehen wir mit Speichern um, wie schaffen wir eine Grundlage für Lastmanagement, Speicher, Laststeuerung. Das alles packen Sie in diesem Gesetz überhaupt nicht an. Der Kollege Barres hat, und das ist ja schon, es fällt mir ja fast schon schwer, das zu sagen, mal ganz intelligente Sachen zu Speicher gesagt. Aber wieso stehen die nicht in diesem Gesetz? Die gehören da rein. Da versagen Sie völlig, da liefern Sie überhaupt nichts, da haben Sie Sonntagsreden gehalten und am Ende nichts gemacht. Und einen zweiten Punkt, den Sie in Ihren Vordebatten mit Grün- und Weißbüchern ja richtig antexten, ist, dass wir eine Reform der Umlagen und Entgelte brauchen, insbesondere der Netzentgelte. Nur, auch dazu findet sich in diesem Gesetz überhaupt nichts. Das wäre aber ganz entscheidend, um tatsächlich auch variable Tarife zu bekommen, um auch Preissignale zu setzen und entsprechende Anreize zu setzen. Und das liefern Sie nicht. Insofern ist das nicht der Schritt in den neuen Strommarkt, sondern bestenfalls ein kleiner Trippelschritt. Und was meines Erachtens noch viel problematischer ist, dass Sie zwar sagen, ich habe das ja eben auch wieder gehört, die Preissignale sollen es jetzt regeln, der Energy-Only-Markt soll es machen, die Investitionen werden kommen aufgrund der Preissignale. Aber Sie schaffen ein halbes Dutzend Reserven, eine Kapazitätsreserve, eine Netzreserve, eine Braunkohlereserve, eine Lastabschaltreserve, eine Sicherheitsreserve. Erklären Sie mir mal, was das mit Markt zu tun hat. Überhaupt nicht. Sie reden von Markt, Sie machen in diesem Gesetz aber das Gegenteil. Und ich glaube, das ist am Ende auch der wahre Grund, warum Sie dieses Gesetz nicht ganz nach vorne stellen, hier zur Kernzeit debattieren und draußen abfeiern. Weil Sie nämlich noch etwas machen, was ich mir ehrlich gesagt am Beginn des Prozesses zu Grün- und Weißbuch nicht hätte vorstellen können. Sie führen eine Braunkohlereserve ein, und das ist am Ende nichts anderes als der Einstieg in die Subventionierung der Braunkohle. Statt Geld zu investieren für den Ausbau der Erneuerbaren, gibt es 1,6 Milliarden für RWE und das Nachfolgeunternehmen von Vattenfall für Braunkohlekraftwerke, wo diese Reserve überhaupt nicht gebraucht wird, denn die steht erst nach 11 Tagen zur Verfügung und dann ist entweder der Blackout da oder der Knappheitssituation ist da vorbei. Es geht nur darum, die Braunkohle zu subventionieren, und das ist ein Unding. Kann nicht sein, und da werden wir unsere Zustimmung nicht erteilen, dass ein Strommarktgesetz, dass da Strommarktgesetz draufsteht, am Ende das wirklich einzige Substanzielle, aber ein Einstieg in die Subventionierung der Braunkohle ist. Dafür können Sie unsere Zustimmung nicht erwarten. Die Energiewende braucht etwas anderes. Die braucht Ausbau der Erneuerbare und eine ernsthafte Reform des Strommarktes. Die aber, die packen Sie überhaupt nicht an. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als letzte Rednerin in der Debatte hat Barbara